Was ja auch nicht Arcade ist, aber es gibt ja diesen Arcade-Modus, da kann man, glaube ich, einfach so Rennen fahren. Ich weiß gar nicht, ob es den hier noch gibt. Auf jeden Fall gab es den bei Gran Turismo 4. Da hat man dann halt immer einen Wagen genommen und der hat dementsprechend dann halt den Gegner ausgesucht. Wenn du dann DTM genommen hast, hat er dir auch so entweder die GT-Wagen oder auch DTM-Wagen vorgesetzt, gegen die du dann gefahren bist. Und das war, die habe ich natürlich auch vernichtend geschlagen, weil man seinen Wagen halt immer tunt. Ich glaube, das Spiel kann das nicht so ganz gut mit einsehen, wie stark der Wagen ist. Obwohl das mit den Leistungspunkten mittlerweile doch eigentlich auch ganz einfach wäre. Sodass der CPU da quasi auch seine NPCs so ein bisschen tunt. Es ist schwierig abzuwägen, wie weit das noch gut ist. Ich denke, das würde hier die Sache ein bisschen interessanter noch gestalten. Jetzt fange ich an zu überrunden, oder was? Oh ja. Hallo, wen haben wir denn da? Und was ist das hier? Der Bohrer bestimmt. VW Bohrer, der Rennwagen schlechthin. Der Passat der Armen, oder wie? Da rast er dahin. Und ihnen helfen wir jetzt ein bisschen hier. Auf der nächsten Geraden kriege ich aber einen kleinen Anstoß. Ach Junge, du kannst hier viel schneller durchfahren. Ist gar kein Problem. Ja, Gaspedal nicht vergessen hier. Komm mal hier, jetzt machen wir schon 150. Guck mal, schafft er immer noch locker. Ich weiß gar nicht, was sein Problem ist. 130, ey, boah. Spannend ohne Ende. Okay, Junge. Machen wir mal ein bisschen Speed hier. Ich gehört. Ah, komm. Da geht noch was. Da geht noch was. Ach komm, wie gut er das nur abgefangen hat, ey. Mach das mal. Ein VW Bora hier auf von 250 runterbremsen. 250. Ich dachte, wir schaffen 300 mit dem, aber... Ne, wenn ich jetzt sehe, dass wir hier gerade so 300 alleine schaffen... Ja. 250 ist auch schon was. Ah, komm hier, ein, zwei nehme ich noch mit. Gar kein Problem. Noch ein paar. Ich nehme auch noch mit. Ja, ich glaube, das war zu einfach. Hui. Schön. Schöne kühle Brause. Fast Brause. Apfel. Super Getränk. Schleichwerbung. Muss man einfach sagen. Ist echt lecker. 400.000. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Geräusch von dem Geld, was so reinprasselt, anders ist. Ich weiß nicht warum. Klingt so ein bisschen klirrig, so. Vielleicht, weil auch mittlerweile ja meine Fernsehbuchse kaputt ist. Für den Ton. Vielleicht liegt es auch daran. Das war, als ich Gran Turismo das erste Mal gespielt habe. Als Let's Play. Noch nicht so. Anderes Auto. Eigentlich habe ich ja trotzdem nur den Audi. Aber der Bugatti ist hier mit den Kurven totaler Bullshit. Oder ich nehme mal den Jaguar. Das wäre vielleicht auch mal ganz interessant. In Standard. Ich probiere es einfach mal. Oh ja. Klingt schon sehr nice. Ich weiß immer noch nicht, wie man den bekommt oder wo ich den her habe. Irgendwas war da. Ich habe den auf jeden Fall nicht als DLC oder so gekauft. Das kam später. Ich weiß gar nicht, ob sie da immer noch welche von machen. Ich weiß, dass es... Oh, ich glaube sogar den Lamborghini Aventador da, den neuen. Aventador. Den gibt es sogar als DLC. Fällt mir gerade auf. Hätte ich eigentlich ganz gern.
Ich weiß gar nicht, warum ich so ein beschissenes DLC gekauft. Ich habe das mit dem, was ist denn das? Mit dem Golf? Ist da ein Golf drin? Ich glaube, da ist ein neuer Golf drin. VW Scirocco oder so. Und nur irgendeine andere Karre und weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich dazu kam, dafür Geld auszugeben. Ich glaube, ich hatte einfach noch so irgendwie ein paar Euro auf meinem Account hier. Ich fahre mal auch mit Cockpit, das ist geil. Dachte mir, warum nicht? Aber da kamen noch ein, zwei ziemlich gute DLCs, glaube ich. Und so ein paar Rennwagen und halt die mit dem Lamborghini und so weiter. Wow, 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 der ist aber auch ganz schön schnell am Heck. Aber so leistungstechnisch kommt das hier schon ganz gut hin. Das ist doch noch ganz interessant. Und halt ein richtig geiles Cockpit, muss man schon sagen. Kann man richtig mit dem Gast spielen, ey. Lass mich doch mal vorbei, du Arschloch. Alter, ey. Hier. Vorbeilassen. Das ist nicht mal ein Cabrio. Okay, ist ja auch ein Coupé. Hätte ich ja auch selber drauf kommen können. Aber wenn man schon ein Z4 kauft, finde ich, dann sollte man auch ein Cabrio kaufen. Alter, sie hat es aber auch schon drauf für so einen alten Wagen. Der macht Bock. Ähnlich wie der Audi halt. Kommt schnell ins Rutschen, aber das macht's interessant. Wie war denn hier nochmal nach hinten gucken? Achso. Boah, ist auch der Hammer, dieser Motor, ey. Geil. Wie viele Zylinder sind das? 12. Wow. Wow, richtig geil im Driften. Sehr gut. Meine Scheibe ist so flach. Da wird mein Kopf auf jeden Fall rausgucken. Ganz chill hier rumdriften. Entspannt er da mal, schaltet so. Zuck. Nächster Gang. Kann sich jetzt aber auch schon mehr zu konzentrieren hier. Kann man wieder entspannt Gas geben. Aber ich ziehe sie wieder eiskalt ab. Dabei habe ich weniger als die Hälfte an Leistung. Der Wagen ist steinalt. Ist natürlich trotzdem eine Rennmaschine. Aber trotzdem, so ein neuer M4. Ich weiß nicht, ob es an der KI liegt oder sonst was. Da muss doch mehr drin sein. Ich frage mich echt, ob ich mir jetzt quasi so einen Coupé da kaufen könnte und die trotzdem so abziehen würde. Müsste man eigentlich nochmal ausprobieren. Weil dann würde ich sagen, ist die KI einfach nicht mit genug. Gott, hier die Kurven sind echt hardcore. Dass sie einfach nicht genug versuchen, einen fertig zu machen. Oder abzudrängen oder zu blockieren, ne? Wo mich der eine eben schon ziemlich blockiert hat. Und einfach nicht schnell genug in die Kurven gehen. Ja, der Billigwagen. Kann man schon mal gegen die Wand fahren. Da sollten die einfach mal ein bisschen aggressiver werden. Da muss ich wieder Grit loben. Da habe ich die ganze Zeit auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad gespielt. Und es war nie so, dass ich mir groß Fehler leisten konnte. Gut, das kann man bei den Spielen zum Glück ja auch rückgängig machen. Weil es ja so einen Zeit-Zurück-Spulmodus gibt. Fünfmal oder so in einem Rennen. Aber da waren die Gegner immer so, dass wenn man Fehler gemacht hat, wenn man einen Unfall gebaut hat und sich halt nicht zurückgespult hat, dann war man halt Dritter, Vierter oder so und ist bis zum Rennende dann auch nicht mehr auf den ersten Platz hochgekommen, weil die einfach so hart waren. Weil sie sind echt auch am Limit gefahren. Man musste auch selbst am Limit fahren, damit man da an die Spitze kommt. Und das halt auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad. Ich weiß nicht, wie die mich da auf dem schweren oder ich weiß gar nicht, ob es noch einen Schwierigkeitsgrad gibt. Ach, schwer. Machen ja einige Spiele mit Extrem oder so. Oder Hardcore-Modus oder was weiß ich. Ob die dann nochmal stärker sind.
Muss ich gar nicht mal ausprobieren, wie ich da denn so gegen ankomme. Ich denke, da verliere ich eiskalt, weil ich halt auf Mittel schon gut gefordert bin. Es kommt natürlich immer darauf an, wie gut man die Strecken kennt, ne? Also eine Strecke, die hier zum Beispiel, da kenne ich echt jede Strecke in- und auswendig. Das ist nochmal was anderes. Da weiß man halt, da kommt eine Kurve, da muss ich bremsen. Bei Grid ist es immer noch so, da weiß ich bei manchen Strecken einfach nicht, ja, kommt da jetzt eine Kurve oder nicht? Vierte Runde. Bam. Letzte Runde. Kann ich Scheibenwischer anmachen? Oh, nice. Was macht der denn für eine komische... Boing, boing. Okay. Ein bisschen behindert. Ich würde auch gerne mal ein Regenrennen fahren. Ich weiß gar nicht, warum die so heftige Wettereffekte eingebaut haben. Wenn sie das so selten nutzen. Das finde ich irgendwie ein bisschen schade. Mich würde auch interessieren, ob das Auto hier dann quasi zu wäre. Ich weiß, dass bei manchen Autos dann das Verdeck geschlossen wird, wenn es regnet. Ich habe den Wagen hier noch nie mit geschlossenem Verdeck gesehen. Ich glaube, der hat gar kein geschlossenes Verdeck. Da muss ich gleich mal ausprobieren. Kann ich das irgendwo einstellen bei Arcade da? Nicht unbedingt bei Arcade, bei freies Fahren oder so. Muss ich doch bestimmt auch Regen einstellen können. Ich guck nicht mal. Das interessiert mich ja, ob es denn hier reinregnet oder nicht. Kann man sein 20 Millionen Euro Auto auch mal eben ein bisschen in nass werden lassen. Da trocknet ja auch wieder. Bäm. Hübsch. Das Heck sieht so ein bisschen aus wie bei dem neuen Jaguar jetzt. Der extrem geil ist, muss ich schon sagen. Der hat den übelst krassen Motorsound. Oh, ich steige sogar fast gleich noch ein Level auf. Nicht schlecht. 18 Kilometer war das Rennen eben, das kam einem aber auch gar nicht so lange vor. Aber wenn man denkt, dass eine Runde Nürburgring immer noch länger ist, dann ist es auch nicht so lang. Dum, 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 dum. Ja. So, erstmal hier raus. Oh, den alten, das Konzept von dem R8. Der ist gar nicht mal so übel. Der ist noch ein bisschen leistungsstärker sogar als der R8 selbst. Ja, hier ist es wechselhaftes Wetter, aber das heißt ja nicht unbedingt, dass es da regnet. Wie sieht es denn bei den Weltstrecken aus? Monza wechselhaft. Wechselhaft fortgeschrittene Tageszeit. Nehmen wir den mal. Freies Fahren. Ach, das war ein harter Rennreifen, okay. Bla 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 bla. Lassen wir mal einfach alles normal. Da kann man ja nur hoffen, dass es denn auch wirklich regnet. Dum, 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 dum. Na, sieht nicht unbedingt nach Regen aus. Ich versuch's trotzdem mal. 787B, 52 Sekunden. Ach, schlag locker. Gar kein Problem. Huh. Ja, regnet aber nicht. Warum nicht? Gib mir Regen. Aber guck mal, ich kann mir nicht daran erinnern, dass irgendwann in der ganzen Story-Rennen-Ecke da... Nennt man das eigentlich?
Spiel, Fortschrittsrennen, keine Ahnung. Ist ja nicht wirklich eine Story. Man fährt ja einfach.